Schnellreise zum Banditenlager. Sehr praktisch. Wo ist Craig, unser Skillmaster? Craigilein. Ich will trainieren, du Lappen. Wo bist du? Da. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Ich würde jetzt gerne einmal kurz quicksaven. Einfach mal zu sehen, ob der Skill gleich kommt oder nicht. Kannst du mich im Kampf unterrichten? Unterrichte mich im Schwertkampf. Wenn du den Schwung für deine Angriffe aus dem ganzen Körper holst, bist du schneller und du hast mehr Kraft. Diese Kraft kannst du nutzen, um deine Angriffsschläge besser zu kombinieren. Du meinst, ich kann eine längere Schlagkombination durchführen? Genau das. Probier es aus und du wirst sehr bald den Erfolg merken. So, was bringt das jetzt? Du kannst Waffen aus der Kategorie Bastardschwert einhändig führen. Unterrichte mich im Schwertkampf. Um besser zu kämpfen, solltest du anfangen, schwere Waffen zu führen. Bastardschwerter sind dafür geeignet. Versuche, das größere Gewicht durch mehr Geschwindigkeit deines Waffenarms auszugleichen. Du wirst merken, dass es kaum einen Unterschied zu einem gewöhnlichen Schwert gibt. Und du kannst dich zusätzlich mit einem Schild schützen. Cool. Was bringt das nächste? Du kannst deine Angriffe aufladen, um mehr Schaden zu verursachen oder die Parade eines Gegners zu durchbrechen. Schwere Angriffe brauchen wir auch noch. Auf jeden Fall können wir jetzt unser Bastardschwert als Einhänder tragen. Was ich persönlich immer sehr cool finde. So, Skillpunkte sind alle. Ich weiß gar nicht, ist das ein Bastardschwert oder ein Zweihänder? Zweihandschwert. Keine Ahnung, ob es da irgendwie Unterschiede gibt. Werden wir sehen, wenn wir genug Stärke dafür haben. Fincher! Der Osttempel ist erschlossen. Sehr gut. Und weiter? Wie ist die Ausbeute? Eher mager. Ich denke, dass ihr mehr erwartet habt. Ich habe es geahnt. Gut, dann werden wir weitersuchen müssen. Was ist mit meinen Männern? Wo ist Danilo? Für die Männer war es kein großes Vergnügen. Sie hatten mit einigen Problemen zu kämpfen. Danilo hat es nicht geschafft. Er wurde im Osttempel getötet. Verdammt! Er war ein guter Mann. Na gut, trotzdem danke für diese Nachricht. Gut, mehr können wir hier erstmal nicht tun. Don? Bis später. Don will nichts von uns? Okay. Ich würde jetzt tatsächlich gerne einmal einen Abstecher Richtung Hafenstadt machen. Schnellster Weg zur Hafenstadt. Wie laufen wir denn da am besten mal? Ja, ich habe eine Idee. Geht am besten mal durch diese Höhle da. Kommen wir unten in das Erdgeschoss dieser Höhle und dann beim Novizenhof raus und dann sind wir ja schon fast an der Hafenstadt. Genau, hier runter meinte ich. Schwuppdiwupp. Blablab. Ach, guck mal, hier ist auch ein Wolf respawned. Unser neues Schwert testen. Ah, ich sehe schon, guck mal, wir können jetzt 4 Angriffe verketten. Guck mal. 1, 2, 3, 4. Cool. 4er-Kombo statt 3er-Kombo. Das ist schon mal ein echtes Upgrade. Das war der Skill, den wir vor dem 2-Hand gelernt haben. Wenn wir 2 gelernt eben. Das wäre war der andere. So. Ja, waren wir ja eben schon, hat sich seitdem nicht wirklich viel verändert. Hier ist so ein Mana-Pilzchen, den haben wir eben übersehen. Ob wir ihn brauchen oder nicht, ist egal, er kommt mit. Haben wir einen Sprint, eine Sprintschriftrolle? Nein, haben wir nicht. Okay. Weil Patty sucht uns ja angeblich noch. Hoppla. Ich hab Steakessen von der Brücke gefallen. Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Richtung Hafenstadt, würde ich dann sagen. Sind ja auch irgendwie Echsenviecher unterwegs. Ich kann mal einen Teleportstein gebrauchen, der in die Richtung hier führt. Es gibt auch einen Teleporter für die Hafenstadt, aber wo bekam man den nochmal? Verdammt. Ich weiß nicht mehr. Ach, hier sind doch bestimmt irgendwo Echsenmännchen. Vielleicht können wir noch nicht alle aus der Versenkung, das weiß ich nicht. Dann ist auf jeden Fall ein Wolf da vorne. Hallo Wolf. Ich mag unser neues Schwert. Das haut richtig rein, das gefällt mir. Patty müsste ja eigentlich, wenn sich nichts geändert hat, immer noch da unten am Strand stehen. Einsam und verlassen. Theoretisch sollte dem so sein. Da ist er auch. Wer könnte denn den Teleporter haben? Vielleicht Skordo. Unser Homie. Das probieren wir nochmal kurz. Dann ist Schluss für heute. Ich mag es mal so, nach einer gewissen Zeit zu Orten zurückzukehren, wo man schon mal war. Und nochmal so mit den Leuten zu reden, gucken, was es so Neues gibt und so. Macht irgendwie Spaß. Hallo Skordo. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Mir hat einer der Bauern diesen Stein hier aufgeschwatzt. Er behauptete, dass er ihn in die Stadt teleportieren könne. Hier, du kannst ihn haben. Ich benutze so einen magischen Krempel nicht. Sehr schön, Teleport Hafenstadt. Ich habe dein Paket bei Don Esteban abgeliefert. Sehr gut. Und? Was hat er gesagt? Er war sauer. Du hast ihn schon ziemlich lange warten lassen, wie es aussieht. Ah, verdammt, ich hab's geahnt. Naja, ich hoffe, er wird mir nicht gleich den Kopf abreißen, wenn wir uns begegnen. Das ist dein Problem. Oh, na gut, danke für die Nachricht. Juhu, 500 Gold, geil. Lass uns handeln. Hast du irgendwas Cooles? 12 Dietriche hat er, das ist doch schon mal was wert. So, Dietriche können wir gebrauchen. Dann haben wir unseren Teleporter. Und dann sind wir auch fertig für heute. Das war dann die heutige Aufnahme Risen. In der nächsten Aufnahme, so mein PC es denn erlaubt, werden wir uns ein bisschen mit Patty und den Piraten befassen. Auf der Suche nach Kristallscheibe Nummer 2. Und ja, bis jetzt gehen wir nochmal zu Patty. Obwohl, ich bleibe lieber auf Abstand, nicht, dass er automatisch anlabert. Das will ich nämlich nicht. So. Muss auch spacig aussehen aus ihrer Sicht, wie wir hier so um sie rumrennen. Auf jeden Fall, das war die heutige Aufnahme Risen. Schwerpunkt die Erschließung des Osttempels und ein bisschen erkunden. Und ja, nächste Aufnahme befasst sich denn ein bisschen mit den Piraten. Ja, ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao. Und damit willkommen zurück zur nächsten Aufnahme Risen, wo wir uns, wie versprochen, an die Spuren von Patty heften werden. Und ja, dann reden wir doch gleich mit ihr. Ich hörte, du gehörst jetzt zur Bande des Don. Wenn das mal eine gute Idee war. Was stimmt damit nicht? Das sind doch bloß Verbrecher. Rauben und stehlen, was das Zeug hält. Ach was, Piraten haben auch keinen besonders guten Ruf, hab ich gehört. Ja, ja, schon gut. Lassen wir das. So. So, Patty, es wird Zeit, dass du mich mal aufklärst. Was genau hat das mit dem Brief deines Vaters auf sich? Nun ja, es ist so. Mein Vater ist vor einiger Zeit hier auf dieser Insel gewesen. Was heißt das denn jetzt schon wieder? Gewesen? Er ist also gar nicht auf der Insel? Nein, ich denke nicht. Aber er hat etwas hier hinterlassen. Etwas so Wertvolles, dass uns jeder Halunke in der Hafenstadt auf Anhieb dafür umbringen würde. Okay, das klingt interessant. Und was soll das sein? Das erzähle ich dir, wenn wir den nächsten Hinweis gefunden haben.
Also gut. Was hast du jetzt vor? Mein Vater hat ein weiteres Versteck, etwas weiter im Inland der Insel. Seinem Hinweis zufolge befindet es sich in einem Grab. Ich will dieses Grab finden. Dann machen wir da doch mal mit. Ich werde dich auf deiner Suche begleiten. Gut, wie du willst. Ich glaube, ich weiß, wo sich das Grab befindet. Also werde ich vorgehen. Sag mir, wenn du bereit bist. Mehrere Fragen. Erstmal. Kennst du einen Mann namens Balturo? Nein, hab den Namen nie gehört. Merkwürdig. Er scheint dich sehr gut zu kennen. Er und sein Boss bestehen darauf, dass ich dir helfe. So, so. Naja, ich kann mir schon denken, warum. Mach dir darüber keinen Kopf. Mit denen werde ich schon irgendwie fertig. Danke für die Nachricht. Jo, der ist sie wenigstens gewarnt. Alles klar. Lauf. Ich werde dir folgen. Gut, aber wehe, wenn ich auf dich warten muss, klar? Ja, nee, ist schon recht. Ist schon recht. So, mal gucken, wo die uns hinführt. Also, ich weiß streng noch, wo sie uns hinführt, aber... Ja, mal sehen. Ob ihr die Stelle erkennt, wo sie direkt... Waren wir das schon so direkt? Ich glaube gar nicht mal. Und natürlich ist es haufenweise Viehzeug in unserem Wanderweg gespawnt, das war ja klar. Wir müssen uns den Weg zum ominösen Versteck erstmal noch freikämpfen. Und dann geben wir ein bisschen Grillhähnchen fürs Abendessen, fürs gemütliche Abendessen am Lagerfeuer. Moment, Paddy, warte einmal kurz. Ich habe da was gefunden. Kräuter müssen sein. Okay, ich dachte, ich hätte noch was anderes gesehen, aber... Patty? Patty. Nicht so schnell. Warte auf mir. Okay, das sind die nächsten Viecher. Die spawnen übrigens erst mit dieser Quest. Also das gibt auch manchmal Gegner, die erst spawnen, wenn man eine gewisse Quest aktiv hat. Das war's mit dem Vieh. So, nehmen wir das mit und nehmen wir das mit. Was mit? Ach ne. Was mit? Ach mit. Alles das Gleiche. Das ist ein Insider, die versteht ihr nicht. Den erkläre ich jetzt aber auch nicht. Ist hier irgendwie jemand? Nö. Ach schade, ich dachte, das... Ich bin so Heldenkronengeil, dass ich gerade dachte, ich hätte da hinten eine erspäht. Bleib dicht bei mir. War wohl nur Einbildung, aber Einbildung ist ja auch Bildung, von daher... Genau, mal schön Patty angreifen, dann müssen wir uns nicht heilen. Ja, so ist das richtig. Gegner wissen, wie es läuft. So, Mädel, davor. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Echt nicht. Noch mehr Viechers. Oh, das wird lustig. Oh ja. Ja. Wieso wir jetzt mal auf Patty losgehen? Das ist schon mal Weltklasse. Da sind gerade wir auf Patty losgegangen. Das war's mit dem Vieh. Entschuldigung, Patty, das war keine Absicht. Ich wollte nicht mit dem Schwert eins überzimmern. Hat sie nicht gestört, hat noch volle Gesundheit. Und verwüstet sich die junge Dame. So, scheint ein ganzes Stück laufen zu müssen, um das ominöse Versteck von ihrem Daddy zu erreichen. Okay, hier gibt es eine Abkürzung. So, so. Sind wir wieder bei Nils Hütte. Wo sie da jetzt außen rumgelaufen ist und nicht den Hauptweg längst, verstehe ich auch nicht ganz, aber naja, gut. Moment, Patty. Hier sind Wölfe. Ja. Gut so. Das sind noch ein paar gratis EP. Die wollte ich gerne noch kurz mitnehmen. Oh, Echsenkrieger. Jetzt wird's lustig. Ich sag doch, die spawnen überall. Das war der erste. Boah, die Kellen von dem Typen, ey. War das alles? Boah, können Patty nicht immer dabei haben, das lohnt sich richtig. Cool, der hat einen Teleportstein dabei gehabt. Aufgepasst! Dann können wir nämlich auch in die Gegend hier jetzt uns zurück teleportieren, das ist sehr praktisch. Na? Wer liegt jetzt am Aufgepasst? Geil, da rennen noch die Arbeiter rum und die Ruinen plündern. Na? Und die interessieren sich einfach einen Scheiß für die Wölfe oder die. Ja, da haben wir wieder so einen. Aerobic Wolf, der hier irgendwie so über den Boden rutscht.
Mal sehen, finden wir ihn nachher irgendwo in der Hafenstadt wieder. Komm weiter. Ja. Wie schön, dass diese Spiele immer so schön bugfrei sind. Das ist immer schön zu sehen. Kann ich mal ein, zwei Steaks reinwerfen. Aha, hier will sie denn hin. So, so. Pass auf. Knochenkabel. Ja, so ist es richtig. So. So enden wir alle. Genau. So enden wir alle und grundsätzlich und überhaupt. So, hier muss es sein. Und was machen wir jetzt? Das ist hier die Frage. In einem dieser Gräber ist der nächste Hinweis meines Vaters versteckt. Hier, ich gebe dir diesen Schlüssel. Er ist ein Geschenk meines Vaters. Damit sollten wir an den Hinweis herankommen. Aber frag mich jetzt nicht, wie. Mehr weiß ich auch nicht. In Ordnung. Ich mach das schon. Na gut. Aber verlier den Schlüssel nicht, klar? Nö, nö. Das heißt, wir müssen jetzt auf diesem hübschen, gemütlichen Friedhof irgendwie ein Grab finden. Ruhe in Frieden. Hier wachsen. So enden wir alle. Hier wachsen auf jeden Fall Pilze. Eine einfache Truhe. Mal von vorne. Die scheinbar gar nicht so einfach ist. Geht doch. Ah ja, einigermaßen. Immerhin, mittlerer Heiltrank. Für die habe ich immer Verwendung. Erstmal plündern. Man muss halt seine Prioritäten setzen und seinen Prinzipien treu bleiben. Und Prinzip Nummer 1 ist nun mal plündern, was das Zeug hält. Ich denke mal, das hier sieht ganz gut aus. Moment. Kräuter-OP muss noch sein Amtes verhalten. Ist ja auch geil, ne? Sie sitzt da jetzt rum und wartet und wir Ruhe in Frieden. Dürfen jetzt hier uns einen zurechtbuddeln. Hier ist was vergraben. Wobei auch unser Team jetzt außen rum um diese Ausgrabungsstelle so förmlich drum rumgelaufen ist, aber ich frag nicht. Ich frag besser nicht. Das dürfte dann die erwähnte Kiste sein. Und damit gehen wir jetzt wieder zu Patty. Hier, ich habe diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Lass mal sehen. In der Schatulle ist etwas. Ein Stück Papier. Ach ja, ich verstehe. Das ist er. Der nächste Hinweis. Das ist ja großartig. Okay, und das heißt? Raus mit der Sprache, was steht da drin? Ich weiß nicht. Kann ich dir vertrauen? Du könntest genauso gut mit diesem üblen Piratenkapitän Romanov unter einer Decke stecken. Nö. Du kannst mir vertrauen. Also gut. Halt die Klappe und hör mir zu. Mein Vater hat einen großen Teil seines Goldes, das er über die Jahre erbeutet hat, hier auf dieser Insel versteckt. Die Hinweise, die er hinterlassen hat, führen zu seinem großen Schatz. Tja. Ein Pirat, der sein Gold vergräbt, wie originell. Da hätte ich auch drauf kommen können. Nicht nur du. Mir ist ein ganzer Trupp Schurken auf den Fersen, die genau das Gleiche vermuten. Romanov. Ganz genau. Also, wenn wir nicht vorsichtig sind und uns beeilen, wird uns der Mistkerl den Schatz vor der Nase wegschnappen. So, jetzt verstehst du hoffentlich, warum ich nicht jedem davon erzähle. Voll okay. Andererseits weiß niemand, wo der Schatz ist, von daher kann erstmal nichts passieren. Was weißt du über goldene Kristallscheiben? Was soll das sein? Artefakte? Ja, richtig. Sie stammen aus den Ruinen, die aus dem Boden geschossen kamen. Noch nie davon gehört. Warum willst du das wissen? Dein Vater ist doch eine Zeit lang auf dieser Insel ziemlich weit rumgekommen. Meinst du, er könnte solche Kristallscheiben gefunden und zusammen mit seinem Schatz vergraben haben? Gut möglich. Er sammelt alles, was aus Gold ist. Verstehe. Also Stahlbart Schatz. Was denkst du, hat Romanov vor? Eins kannst du mir glauben. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, wird er trotzdem ab jetzt immer einen Schritt hinter uns sein. Er weiß von dem Schatz. Und er weiß auch, dass ich ihn suche. Wenn wir nicht aufpassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Probleme mit Romanov und seinen Jungs bekommen. Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Ich kann ja leider nicht in seinen Kopf schauen. Das ist richtig. Wo ist dein Vater eigentlich? Keine Ahnung.
Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Vielleicht zieht er über die Meere. Vielleicht sitzt er in irgendeiner Zelle. Oder er vergnügt sich mit den Mädchen in irgendeinem anderen Hafen. Sowas hat er immer getan. Er war nie das, was sein Vater sein sollte. Ich glaube schon, dass er sich um mich Sorgen macht. Doch nie ist er wirklich für mich da, wenn ich ihn brauche. Aber warum erzähle ich dir das eigentlich? Weiß nicht, aber ich fand's interessant. Von mir aus soll ihn der Gürger holen. Ich jedenfalls nehme mir jetzt, was mir zusteht. Und niemand, nicht einmal Romanov, wird mich daran hindern. Klare Ansage. Okay, wie kann ich dir helfen? Die Schatulle enthält einen Hinweis darauf, wo sich der Schatz meines Vaters befindet. Aber da gibt es noch mehr. Hier ist der Vermerk von 5 weiteren Gräbern. Augenscheinlich sind sie nicht von besonderer Bedeutung. Aber wie ich meinen Vater kenne, hat er den Schatz mit einer miesen Falle gesichert, die nur mit einem Passwort oder so etwas zu entschärfen ist. Ich wette, dass wir dieses Passwort irgendwo in den namenlosen Gräbern finden werden. Na, großartig. Klingt nach einer Menge Arbeit. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Wir teilen uns die Arbeit. Du gehst und untersuchst die namenlosen Gräber, während ich hier versuche herauszufinden, wo sich der Schatz meines Vaters genau befindet. Okay. Okay, ich werde die namenlosen Gräber untersuchen. Hier. Davon haben wir schon ein paar gefunden. Ich zeige dir auf der Karte die Stellen, wo sich die Gräber befinden. Ich bleibe so lange hier und versuche herauszufinden, wo der Schatz meines Vaters ist. Sei aber vorsichtig. Vergiss nicht, dass wir nicht die Einzigen sind, die nach dem Schatz suchen. Ich mache das schon. Das hoffe ich. Viel Glück. Dankeschön.